Mahlzeug miteinander. Es ist mitten in der Nacht. Wir haben gerade schön gefressen. Es ist um 11 Maximum. Ja, also für den Durchschnittsdeutschen, nicht so arbeitslose Studenten wie dich, ist das ziemlich spät. Wir haben uns mal wieder zusammengefunden, warum auch immer. Aber wir werden jetzt 5 feine Pakete von euch auspacken. Bist du hoch motiviert, Rodriguez? Ja. Oh Mann. Ja. Bei 50.000 Daumen nach oben kommt übrigens das nächste Video. So. Ich bin heute so aufgeregt, was ihr Süßen mir wieder geschickt habt. Geil. Aber wenigstens es riecht nicht schlecht. So. Wir haben jedenfalls hier vorbildlich etwas. Gulaschtopf, also Eintopf. Oh ja. Aber von Maggi und nicht von Knorr. Das ist Boogie, die Schweine haben uns ihn gesponsert, deswegen. Stimmt, ja. Aber die haben ja sogar zurückgeschrieben. Also das ist natürlich was Feines. Trinkst du nicht? Nee. Nee? Ich trinke doch jetzt weder Kaffee noch trinke ich jetzt ein Energy. Warum nicht? Weil ich in ein paar Stunden schlafen möchte. Oh nee! Außerdem habe ich heute schon einen Booster genommen, irgendwo mein Herz, das macht so. Danke, sondern dann lasse ich sie beurteilen. Ja, ich will mein Herz und so, ihr wisst. Nee. Ja, was für dich? Herzberg. Hey. 100% natürliche Zutaten, das glaube ich aber gar nicht. Also. Nur damit reise ich. Nee. Hier, da geht das schon gut los hier. Die Aufbauanleitung dieses Pakets. Bitte, Pedro? Ich kann nicht lesen. Ich kann nie kacken. Ich habe LRS. Camille. Sei gegrüßt. Das Ansehen deiner vorzüglichen Bewegtbildproduktion hat uns dazu veranlasst, dir einige Vorräte für schlechte Zeiten zuzusenden. Ein Making-of von unserem Paket ist auf dem YouTube-Kanal JustSandroTV zu sehen. Wir hoffen, du wirst zeitnah zum wunderbaren Oktoberfest den Weg in unsere Heimatstadt antreten. Grüße auch an den Schänder, den Bürger Dutch Schwen und den mageren Barkeeper. In diesem Sinne acht ihr, JP und Sandro. In der Groß- und Kleinschreibung müssen wir nochmal üben, glaube ich. Darüber freue ich mich. Auf welchem Kanal findet man das Video? Sandro TV. Keine Ahnung, ich hab's vergessen. Abgehoben. Ganz traurig, wirklich. Der ist raus. Kurz hier nachfokussieren, der ist schön ins Maul. So, guck mal, jetzt kannst du dein Gesicht hinbewegen, wo du willst, und das wird es trotzdem noch. Ja. Einfach nur schön. So, diese Kopfhörer sind wirklich sehr angenehm fürs Training, kann ich nur empfehlen. Irgendwie ist heute zeitnah. Ein Brillerich. Oh nee. Das könnte ich sein. Das ist was für meinen einäugigen Großvater. Der hat sein Auge im Schwertkampf verloren. Mit Schwertkampf meine ich in der Schwulensauna. Ihr habt ja keine Ahnung. Oh, ein Hot Wheels Minecraft Minecart. Fett. Das ballert mies, Alter. Ist es denn mit Handy? Hot Wheels, Vollgas. Immer diese Werbung. Baller mal ein Party Sommer 2018. Oh, Junge, mach das mal an. Junge. Ich hab nicht. Junge, jetzt, ey, das müssten wir diesen Mann, da saß gerade so ein Mann mit so einem Radio, dem müssten wir das jetzt geben, der würde das sowas von durchhören. Wie redest du über meinen Vater? Leute. Grüße an das Ski. Das ist eine ernsthafte Idee. Danke für die Cola. Das ist einfach schön. Wir haben uns heimlich betroffen. Auch meine Frau braucht ab und zu mal einen ordentlichen Schwanz. So, danke für das Kleingeld. So. Fortheit. Hast du zufällig eine Bon? Nee. Ja. Mein Lungenvolumen ist viel. Ich trinke das jetzt, es ist mir scheißegal. Mach. Wieso, manchmal muss man sich halt denken. Ja, das denkst du jetzt jeden Tag. Frühes Abend. Ungekühlt leider. Oh, die kannst du auf Instagram abonnieren. Mich kann man auch auf Instagram abonnieren. Oh, Junge, ich heiße Electric Pants. So. Ich finde, man sieht diese unfassbar gelb. Ja, das können wir sogar noch sehen. Gekleckert hast du, gekleckert. Damals bei uns jetzt schön gegeben, daheim.
Briefle. Oh, Mensch, du! Max hat gerade den schönsten Brief aller Zeiten bekommen. Ich habe gesagt, ein magerer Bastard hat was in seinen Briefkasten gelegt. Aber ich habe ihm mal so einen Briefkasten gelegt. Es ging um den Affenpuff und dass er mich liebt. Es war schon süß. Es war wirklich süß, verdammt nochmal! Alter, ist das eine Sauklau. Alter, okay, guck mal, was ist das? Sei mal. Oh, Junge! Ja, das gefällt dir wieder. Scheiße. Na, bitte, 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 das war alles in jemandem. Das reicht aus mit einer Herbesheit. Sehr geehrter Webvideoproduzent, ich sende dir originalen Schmutz aus Österreich, deshalb gibt es keinen frischen Pfund. Pfand. Biozwickel. Pfund. Im Karton findest du neben feinsten Braunen und Stiegel. Das ist das Bier. Auch schweinische Souvenirs aus meiner Beziehung, die ich nicht mehr benötige, da ich die alte Dreckschlampe mit B. Das heißt Frau, das ist Deutsch. Erfolgreich auf dem Trödelmarkt mit D, Trödelmarkt, losgeworden bin. Sie hat den Missbrauch damit genossen. Beste Mass und anale Grüße. Hm. Oh Junge, was ist denn das? Schönes Gewehr. Das ist für Backen. Herrlich. Herrlich. Naja. Was soll denn die Scheiße, Alter? Okay. Wird das Video dann nicht ab 18 gestellt? Das sieht man da gar nicht. Das doch, das sieht man voll. Ach, Quatsch. Das ist doch nur ein bisschen Plastik. Ach, Junge. Palmen aus Plastik. Mit ein bisschen Glas, mit so ein kleiner Analdiamant. Ach, geil. Und sogar noch das Gleitgel. Also ich verstehe nicht, wenn man bei so einem Arsenal hier, wie kann man da wieder Schluss machen? Junge, Junge, guckt euch das mal an. Ja. Lü. Ja, in mein Gesicht, Alter. Ja. Ja. Sieben. Noch ein Stiegel? Rolling. Ich bin gerade rausgerollt. Ja, das ist wirklich geil. Das ist immer nur, das ist ja wirklich. Das ist meiner. Das ist meiner, wirklich. Davon träume ich jeden Tag, so ein Ding. Und dann unten noch Kleingeld. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall dieses erste Paket. Ich denke, damit werden wir einiges an Freude haben. Ey, man desinfiziert, Mensch. Dann geht's zur Sache. Das halt nicht dazu. Ja gut. Es ist Geschmackssache, sag ich mal so. Oh. So. Ja, was ist denn das? Fehlt dir der Kaffee? Nee, danke. In Schlüttel? Nee. Also wenn ich Monster und Espresso auf einer Dose sehe, dann kommt es mir einfach nur... Jee! Alter, was ist das? Dann schreibt es sowieso wieder einer, kommt wenn ich den Maul sehe, kommt es mir um. Nee, lustig. Guck bloß jemand. Wenn ich den Maul sehe, kommt es mir um. Naja, so ein klassischer Kommentar. Dein Maul. Das ist Wassereis von Action Energy Drinks. Das hast du da auch immer gehabt. Ja, ja, das hat mir der Magen mitgebracht. Wie ist das? Dieses Eis, dieses Wassereis. Da war aber noch Alkohol drin. Suck it. Ja, das habe ich immer. Das ist ja reingesuchtet, das geht gar nicht. So, danke auf jeden Fall. Da wurde anscheinend die Packstation verwechselt mit der des Ständers. Eieiei. Wir haben hier feinste Getränke. Booster. Steht
dieses 5.0 schon wieder sehe. Na, da geht ja das Herz an. Das ist hier normales, oder? Das ist Radler. Zitrusbier, ja, das Radler. Ne, 5,2%, hä? Zitrusbier? Da steht 90% mit Wodka. Bier. Achso. Das ist so eine Art Astra-Rakete. Ja, 90%. Achso. Aromatisiert mit Wodka. Wodka und Bier, ne? Ah, das pfeife ich mir ja. Hast du gerade daran gerochen? Ja. Die Dose war zu. Guck mal, Henderson, das ist ungeschlecht, Gin Tonic. Oh ja, das pfeife ich mir zum Stadtfest rein. In die Hölle rüber und danach George Washington Whisky und Cola. George Washington war ein guter Mann. Ja, was der mit den Sklaven gemacht hat und so, das hat Amerika bewegt. Also zum Positiven hin. Und Bad Dog, ungeschlecht, auf Pfandfrei. Fun Pen. Nee, ist nicht mehr. Ey. Ist gut, ist wirklich schmackhaft. Mm. Ah ja. Ich hoffe, das wurde vergiftet. Wenn. Soll das? Warum frisst man so eine Scheiße? Und wieso? Das ist Zuckerwasser. Das ist so ekelhaft. Das ist Süßigkeiten, ich kann nicht, verstehe ich überhaupt. Oh, guck mal, hier ist ein Chupa Chups Fun Pen. Willst du mich gerade verraten? Mmh, was schmeckt, kostet? Alter, geh weg, ja. Das ist derselbe von gerade eben. Nee, das ist nicht derselbe. Ist mir scheißegal, Alter. Du bist halt so gemein. Chili Powder. Achso. Boah, Rittersport Weiße. Vollnuss, das schmeckt viel. Ist abgelaufen. Ja. Ich guck jetzt gar nicht auf diese Stifte. Ich guck jetzt gar nicht drauf. Okay. Ich würde jetzt übelst gern diese Tic Tacs übelst gegen diese Kamera ballern, einfach. Das wäre ein cooler Kamera-Tick. Alle abgelockt. Hast du noch Speisen? Ich krieg sonst nichts anderes zwischen die Zähne. Die haben mich grundsätzlich von Tic Tacs. Guck mal, die sind erst Februar abgelockt. Alles klar. Wenn man die ins Hotel mitbringen würde und auf den Tisch legen würde, wären die innerhalb von 2 Minuten. Oh, der war leise. Aber die Leisen, die kommen von hinten immer nicht. Das ist übrigens auch Februar abgelaufen. So. Ich bin auch im Februar abgelaufen. Alter. Lul. So, 2 wunderschöne Paketler haben wir noch. Die haben auf jeden Fall ein gewichtiges. Was sind das? Bist du mit? Nee. Hast du die Nase voll von mich? Ich hab gehustet. Alter, verpiss dich. Vom Körper weg heißt auch von meinem Körper weg, verstehst du? Nee. Ich hab mir letztens gesniffen. Richtig so. So, wo waren wir jetzt? Das ist mich abgelenkt. Von was denn? Wir haben ja gerade über irgendwas gesprochen. Nee, wir haben darüber gesprochen, dass ich im Februar abgelaufen bin. Da steht Gummimösen. Nee. Seid gegrüßt und willkommen zu seinem neuen Video. Da in den letzten Vlogs dazu aufgerufen wurde, mehr Gummimösen zu schicken. Fick dich, Angelo! Möchte ich dieser bitte gern nachkommen. Da es unfair wäre, nur dir etwas Gutes zu tun, habe ich in meiner gut bestückten Spielekiste gekramt, um auch ein paar der anderen der E-Gang zu beglücken. Du darfst dir gerne alles anschauen und aufmachen, allerdings bitte ich, die anschließend den jeweiligen Leuten zukommen zu lassen. Damit auch die sich erfreuen können in einsamen Stunden. Alles von mir ausgiebig getestet. Du Wichser, Alter. Für das Glitter, Alter. Weil ich hier keinen Fuß aus der Wohnung setzen mit dem Zeug. Fick dich, du Wichser. Meine Fresse, nee, verpiss dich, Alter. Wie gesagt, kein Glitter, da könnte ich wieder auslassen. Nee, man muss rigoros bleiben, ist mir scheißegal.
gesagt, kein Glitter. So ein Glitzer? Nee, ist es nicht. Wenn ich gesagt habe, kein Glitter, dann ist es nicht nur Glitter, sondern ist es verdammt nochmal Glitter. Ich hab's dir nicht gesehen. Die Wut, die ich in mir habe, die ist nicht mehr in Worte zu fassen, Alter. Du hast Glitter im Haar. Ja. Was ist denn los hier? Ich hole mir einen kurzen Pflaster. Ja, wir haben es eingereicht. Allerdings! Okay. Max, bester Mann, bleib so wie du bist, ja? Und die Zuschauer, wer eine gratis CD und Sticker haben will, einfach anschreiben. Peace und guten Konsum. Null. Das blutet dann nicht mehr. Nein. Ja, mach mal weiter für dich. Was ist das denn? Scheiße. Oh Gott. Junge, das ist für ein Schänder, das kann ja seine Decke kleben. Ich schmeiß es bitte einfach weg. Wo kommt das hin? Ja, mach hin, ich mach schon. Junge, jetzt packe ich hier Fernseher aus. Oh nee, was hab ich denn das denn getan? So. Von wegen, das blutet nie. Alter. Ihr lutscht den Finger an, na komm. Ist so ekelhaft, oder was? Junge, das ist... Jetzt muck nicht auf. Wie kann man denn nur so... Oh Junge, das hängt plus. Kickdown, Passion Fruit. Bitte die Kamera nicht zuhalten. Halt ich doch gar nicht. Ja, dann muck doch nicht. Alter. Was ist das? Pre-Workout-Formula. Halt euch. Ey, das tropft. Oh. Kickdown. Ach, BCAA? Ach so, okay. Das brauche ich aber eh nicht, weil eine Studie kann man ja auch langsam abmelden. So, ach, das ist hier... Wenn man kurz jetzt hier verwundet bin, müsst ihr nicht gleich durchdrehen. Die Strike kommt. Alter. Also diese Menschen kann man hier anscheinend abonnieren auf Dings. Die verteilen anscheinend auch Sticker. Ja. Oh, junge Arbeitskleidung. Also hier wurde noch jede Menge von diesem Zeck-Plus-Zeug geschickt. Das ist auch noch nicht abgelaufen, das ist aber das Ehrenwert. Zeck-Plus-Power-Dusche mit Menthol, Taurin und sibirischen Ginseng. Ginseng, das hatten wir auch schon in... ja, egal. Sportduschgel, stark kühlend. Aber Taurin, das ist auch in verdammt nochmal Energy-Kack drin. Okay, Biotech. Von denen habe ich doch diese Flasche sogar. Easy Ways Hero. Protein Drink Powder. Das ist am 11. 8.11. läuft es ab. Junge Kaffee Latte, kann ich das mitnehmen? Weil du bist ja massiv. Gut. So. Okay. Oh, Rusted Music. Die haben mir doch vor 2 Jahren gefühlt mir was geschickt. Also an euch erinnere ich mich noch. Ich vermute, es ist ein Blaumann, aber der ist sehr schwer, da ist irgendwas... Scheiße, sieht das mal noch? Ich bin zu blöd dafür. Vorsichtig, nicht schneiden. Espo-Becher. Kinder Joyce. Das ist natürlich süß. Und Sticker. Kinder Joyce. Viel Master. Ich will gar nicht wissen, was hier auf mich wartet. Das ist schon ordentlich. Das ist, okay. Das siehst du doch von Anfang an, ob ein Paket ordentlich ist oder nicht. Nee, sehe ich nicht. Haben wir das alles Schmutz. Alter. Alter, jetzt fängt der nächste an hier. Hier ist irgendwas drin. 100 ägyptisch Pfund. Junge, Mercedes-Benz aus der... Boah, oh, das riecht doch so, Alter. Aus der Dings hier, Werkstatt. Mercedes-Benz aus der... Das ist von die Bayern. Mixery. Prost, ihr Säcke. Der ist erst 2 Monate abgelaufen. Ich trinke sie eh nicht. Das ist so schlimm.
Herrlich. So. Was soll das? Ich verstehe es nicht. Wisst ihr, das Einzige, was nicht abgelaufen verschickt wird, ist der Eintopf. Der wird dann verschwendet. Aber alles andere wird natürlich... Was ist denn das? Das sind ja wirklich 25 CDs von denen. Junge. Na, und die Sicherheit dazu. Die, wenn die jemand haben möchte, sollen die einfach anschreiben, hat er gesagt. Die nehme ich mit zum Brillenmarkt auf die nächste Mindestparty, da kann ich gerne verschenken. Oh Junge, das fühlt sich an wie Hennessy? Nee. Ja, das ist der Wurm, Dings. Das kenne ich auch, Alter. Ich hab sogar so einen Lolli, wo so eine Heuschrecke drin ist. Den habe ich auch noch nie geöffnet. La Paro. Mit Tequila-Geschmack. In der Tschechischen Republik wurde das hergestellt. Sind das nicht Mehlwürmer? Nee, das sind keine Mehlwürmer. Das sind... Oder? Keine Ahnung. Mehlwürmer. Ui, Isolat, Spaghetti-Eis? Z-Plus. Z-Plus ist ja auch eigentlich geil. Haben wir schon auf jeden Fall dafür? Das werde ich auf jeden Fall. Gönn dir mies, Liebe. Das ist echt cool, danke. Das nehme ich jetzt einfach mal. Das sind ja wirklich 25 CDs. Also wie gesagt, auf dem Trainingsmarkt nehme ich die mit. Wer einen haben will, einfach sagen. Werden natürlich weiter verschenkt. Und nächstes Mindestparty auch. Votik Chemotee. CBD-Salbe. Hey. 12 Songs. Stabil. Schaut mal vorbei bei den miesen Schweinen. Das ist der Ausbeute. Rasset Musik. Junge. Ah, wir haben doch noch Zeit für ein Paket. Das war's schon? Nö, ich habe ja noch was. So. Ein Bonuspaket können wir wieder machen. Soll ich es öffnen? Nicht, dass du dich erschneidest. Junge, das ist so unfassbar schwer. Warte. Lass mal die Adresse dieses guten Mannes entfernen. So. Los geht's. Au! Ich hab den hier einfach. Das ist der Kaffee, der macht mich zum Tier. Wir haben noch 6 Minuten. Ich schieße wieder aus. Mutti. Lachig. Och. Lies bitte vor. Also das ist um diese YouTube-Kommentaren entstanden, und zwar hat jemand kommentiert, würdest du dich über 20 Kilo Salz freuen? Das hatte 3 Likes. Der Max hat daraufhin geantwortet, wenn es ordentlich verpackt ist, ja. Und dann hat er geschrieben, nimm mich beim Wort Herz. Und jetzt sind hier offensichtlich 20 Kilo Salz drin. Das ist mal was. Das ist mal kreativ, Leute. Genau. Das ist genau die Scheiße, die ich mir gewünscht habe seit so langer Zeit. Endlich mal wirklich jemand, der kreativ ist und nicht einfach nur Hundescheiße schickt. 20 Kilo Salz. Achso. Es wurden leider nicht ganz 20 Kilo wegen dem Limit für Parkstationen. Ich bitte um Verzeihung. Ich denke mal, das ist nicht ganz so schlimm. Lass ich gerade mal durchgehen. Leider ist hier einiges kaputt gegangen davon. Da meckerst du jetzt nicht umeinander. Ja, das ist ja nie beabsichtigt. Wenn jemand aber Glitter in eine Taschenmuschi reinfüllt, dann ist das beabsichtigt. Und bösartig! Bösartig! Ich glaube, da waren hunderte Euro drin, die du jetzt einfach wegwirfst. Das gucke ich mir doch danach an, aber das Privileg, das vor der Kamera ausgepackt wird, ist damit weg. Okay. So. Ja, das Privileg. Denkst du, die Leute schicken mir das Zeug, um mich persönlich... Das ist ja richtig, Mensch. ...eine Freude zu machen? Ich bezweifle es sehr stark. Sie wollen sich im Internet profilieren, wenn sie mich leiden sehen, dann wichsen sie darauf ab. Ich lecke gern an Salzstein. Ja, deswegen bin ich auch so dankbar dafür. Jedenfalls ist hier einiges Kleingeld noch drin. Es sind einige Salzkartons kaputt gegangen, leider. Das ist sehr schade. Mal gucken, was wir damit noch machen. Ich habe noch 90 Kilogramm Beton im Keller. Und jetzt auch noch 20 Kilo Salz. Oh Mann, bitte nicht ranzoomen jetzt.
Noch ein paar nette Worte zum Abschluss. Fickt euch alle. Oh ja, da stimme ich zu und alle. Nur noch mal so, um das Ganze festzuhalten. Krasse Wunder. Uhu. Weißt du, es gibt Menschen, die sterben beim Arbeiten, ja? Und dann gibt es Menschen, die... Kickdown.